So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Training TV. Diesmal mit einer Aufzeichnung, weil mal wieder der Procaster kurzfristig gestreikt hat. Nichtsdestotrotz wurde ja gleich um kurz nach 10 Uhr folgendes Setup präsentiert mit einer direkten Stop-Buy-Marke, die am Tageshoch lag, mit einem Kursziel von rund 9.925 Punkten. Erreicht wurden hier 21 Punkte und das Update bzw. hier Teilgewinnmitnahme um 45. Da lag er eben bei 9.915 bis 12, 13 Punkte. Definitiv sollte man hier eben Gewinnmitnahmen tätigen. Hier hätte es eben im bullischen Sinne ein neues Hoch geben sollen. Das wurde hier stark abgewürgt. Und ich schaue mal kurz. Der Stopp ist noch nicht ganz erreicht worden. Lag bei 9.850. Das Tief bei 52. Also es wird eine sehr enge Kiste. Und mal wieder konnten die Bullen nicht ganz das Potenzial ausschöpfen. Der Index bleibt also angeschlagen. Also hier sieht man auch, dass nur ein Heranlaufen an den letzten Unterstützungsbereich, was jetzt als Widerstand fungiert, ist er exakt hingelaufen. Nicht mal ein paar Punkte darüber gelaufen und sofort wieder abverkauft. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Die US-Futures sind nämlich noch stärker im Plus, also könnte hier noch eine Abwärtsbewegung folgen und kann man kaum geredet, kommt hier richtig Schwung wieder nach unten und ist also die Stoppmarke gerissen. 20, wer Teilverkäufe gemacht hat bei rund 40 Punkten plus, hat mit der Restposition jetzt 20 Punkte minus, trotzdem ist es ein positiver Trade geworden. Dann habe ich ein neues Gold-Setup präsentiert. Ich habe hier auch den Chart Gott sei Dank gespeichert. Also wenn hier Gold Richtung 1260 US-Dollar runterfallen sollte, hier gibt es mehrere horizontale Unterstützungen, auch knapp darüber. Nichtsdestotrotz sollte es hier nochmal Richtung Trendkanal laufen. Und wie auch im Text geschrieben, im bullischen Fall prallte hier direkt ab. Also hier könnte man vielleicht auch die Limits hier oben hinlegen, eins und das andere hier unten. Aber ich lasse es jetzt hier erstmal nur mit einem Limit laufen. So, zu den US-Indizes gibt es vielleicht später was, kann ich auch nicht genau sagen noch, wenn sich was Neues ergibt. Bislang wurde ja nicht ganz das Gap geschlossen und im DAX ja auch nicht. Deswegen ist es eben jetzt ja vermutlich das immer noch das Anlaufziel Nummer 1. Wenn man hier jetzt einen Tageschart öffnet, das letzte Rechteck wegnehmen, hier gibt es eben hier noch eine Gap-Unterkante. Also, bei den einzelnen Aktien, Siemens liegt im Plus vom Setup her. Hier wurden jetzt, das ist jetzt hier kein richtiges Abwärtsgap, sondern es wurde eine Dividende gezahlt von über 7 Euro und kommt jetzt hier dank der Dividende sozusagen in den Genuss eines Gap Close. Muss man weiter beobachten. Kann natürlich, ja, wenn der DAX unten sein Gap schließt, ist sicher nicht eine Allianz, eine auch der ersten Aktien, die man anschauen sollte für eine Gegenbewegung. Die deutsche Börse hat ja nachrichtenbedingt, ja, ist nach oben geschossen, top im Plus. Teilgewinne, wie auch jemand gefragt hat, mal im Chat, ja, ist sicherlich nicht verkehrt, weil wir liegen hier, sag ich mal, auch wenn man jetzt hier noch
einen Abwärtstrend mit den Hochpunkten einzeichnet, ja, liegt man an der Oberkante oder schafft jetzt heute vielleicht eben den Ausbruch darüber. Deswegen Teilgewinn ist sicherlich nicht verkehrt, den Stopp auf Einstand und abwarten, was passiert. Das denke ich mal hier die beste Lösung. RWE wurde ausgestoppt, genauso wie Bayer. Telekom, ja, ist hier in dem Unterstützungsbereich. Wer jetzt den Stopp hier oben genommen hat, ist ausgestoppt. Wer das nur sozusagen, dass die Warnlampen an sind mit Vorsicht Long, kann hier in dem Wert investiert bleiben, da jetzt hier ein sehr starkes Unterstützungsband erreicht wird. Aber wie schon gestern im Video erwähnt, im Idealfall hätte es einfach halten sollen. Aber es ist halt nicht jetzt idealtypisch verlaufen. Nichtsdestotrotz sollte auch Deutsche Telekom dann eine Aufwärtsbewegung oder eine Aufwärtsbewegung noch stattfinden, aber nicht in der Höhe, die jetzt damals so eingezeichnet war. Deutsche Post ist hier in der Korrekturbewegung, darf oder könnte noch hier den EMA 200 anlaufen. Das war's erst einmal. Ich habe noch eine ThyssenKrupp gestern vorgestellt. Das ist ein bisschen älteres Setup eben gewesen. Hier ging es leicht drüber, aber der Kaufbereich an dem EMA 38 war so geplant. Heute ja, läuft nochmal zurück. Ist für mich trotzdem ein sehr interessantes Setup, obwohl jetzt hier heute ein bisschen die Stärke gefehlt hat. Wenn man gestern angeschaut hat, als der DAX um 15 Uhr angesprungen ist, zog die Aktie auch direkt an, aber dann gab es eben auch einen Abverkauf hier wieder bis 16 Uhr. Ein toller Anstieg nochmal, der aber dann eben abverkauft wurde. Das war's jetzt. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen einen schönen Vatertag. Oder auch noch dann bis später. Aber mit einem Video werde ich, wenn dann erst heute Abend, nochmal aufwarten. Bis dann.